So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ja, viele haben auf das Battle gewartet, auf jeden Fall, dass es beäugt wird. Und aufs Battle selber natürlich auch. Davy Jones gegen Kakobi. Ja, der eine von beiden rappt im Kleid und der andere ist schwarz. Kann eigentlich nur gut werden, oder? Und wer hat die Kombination aus beidem erfunden? Richtig, X-Diaries. Und damit ich nicht mehr so aussehe wie bei X-Diaries, Übergang 3000. Ja, bin ich immer noch mit den Garnigus-Produkten am Arbeiten. Bin, wenn ich kann, jeden zweiten Tag im Fitnessstudio. Hab zwei, drei fiese Rückschläge gehabt. Ich denke mal so, ja Mann, Alter. Anfang Juli geht's nach Mallorca und da werde ich nicht drum rumkommen, auch mal was zu posten. Und ich habe ein bisschen Schiss davor, aber so lange gebe ich einfach jeden Tag Vollgas. Und ich hoffe einfach, dass der Gainer, Voice Crack zurecht, mit dem ich nach dem Battle anfangen werde, dann auch einschlägt. Also klar, ne? Ich ernähre mich ja nur noch vom Gainer. Also ich brauche ja, wenn ich den Gainer nehme, brauche ich ja sonst nichts mehr essen. Erklärt sich ja von selbst. Deswegen ja Gainer, ne? Weil der ist ja dafür verantwortlich, dass ich dann zunehme. So! So ein gut gewähltes Model, ey. Ich hype auf meiner rechten Seite, bisschen anders angezogen als sonst. Macht mal Lärm für die wunderschöne Kakobi! Ich muss ganz ehrlich sagen. Die wunderschöne Kakobi! So, das Ding ist ja, der hat da ein Kleid an. Das Ding ist aber, man sieht es ja gar nicht. Also nur die Leute, die vorne stehen oder die den vorher gesehen haben, wissen, dass der ein Kleid anhat. Das hätte man auf jeden Fall, wenn man sich für ein Kleid entscheidet, hätte man das cleverer wählen müssen. Da hätte auch ein bisschen Ausschnitt sein müssen, vielleicht ohne Ärmel. Ich will nicht damit sagen, dass ich das besser gemacht habe, obwohl ich es habe. Aber da muss man das schon so wählen. Man muss schon im Blick haben, dass du ja bei Diltli nicht ganz Körper drauf bist, auf der Kamera. So, nicht gut gewählt auf jeden Fall. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, trotzdem. Das ist ein schönes Abendkleid. Ne? Ein Baumwoll-Abendkleid. Auf der linken Seite lange nicht mehr dabei. Ich bin sehr hyped, dass er wieder da ist. Macht Lärm für Davy Jones! Yeah. 089 bis NRW, let's pop! Davy hat gesagt, er fängt an. Let's go! Oh, yes. Hey, yo, Berlin! Yeah. Ich hoffe, ihr habt Ey, wie vielte Flasche ist das, die da jetzt bei diesem Event umfällt, Alter? Die ganzen... Passt doch mal auf, ey. Ich reg mich nur so auf, weil ich habe eben schon ein Battle gesehen. Da sind auch drei Flaschen umgefallen. Taschentücher zu Hause gelassen und heute wird verdammt nochmal politisch inkorrekt. Scheiß Corona! Yeah. Jeden von uns hat der Lockdown krass gefickt, Mann. Ich dachte, Ausgangssperre nur Maskenpflicht. Hält das für immer, doch heute mache ich für diesen Kack-Rapper nach Berlin einen Abstecher wie Jack the Ripper. Ja! Yeah. Willkommen zu diesem Abenteuer. Du zahlst heute mit dem Leben für dich mit dieser Abenteuer. Ich hoffe, du weißt, dass du heute keine Chance hast. Nur weil du kleine Bitch immer nervös vor deinem Auftritt kiffst, macht es dich noch lange nicht zum High-Performer. Around the corner, Bus. Around the corner, Bus. Gern geschehen. Better Rap. So wie ihr, frage ich mich seit ein paar Wochen und Monaten immer nur, Kevin, was geht? Ey, yo, Kevin, was geht? Ist die ganze Zeit am Rumheulen und startet einen Entschuldigungsmarathon auf den sozialen Medien. Nur weil Kevin gehofft hat, dass wir vergessen, dass er mal die scheiß Einbombe gedroppt hat und hofft, dass wir ihn einfach so vergeben. Aber Bruder, vergeblich. Und er wirkt genervt. Immerhin war der Vorfall ja schon ein bisschen her und er denkt, aber Danny. Kakobi hat mal die N-Bombe gedroppt. Er wühlt es jetzt nochmal auf, obwohl das wirklich schon ein bisschen her ist. Was übrigens kein Argument für gar nichts ist, ne? Du baust die größte Scheiße überhaupt und sagst dann, ja, aber das war vor 4-5 Jahren. Ja, Hammer. Ändert doch nichts. Hast du ja trotzdem gemacht. Kannst dich ja verändern, aber hast du ja trotzdem gemacht. So, hä? Du kannst natürlich sagen, boah, das ist jetzt so lange her, jetzt wärmen das nicht nochmal auf, aber das entschuldigt halt nicht, dass das macht halt die Tat nicht besser. Nur weil es halt länger her ist. Ich würde auch sagen, was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare, was sagt ihr? Ist der Kakobi da auch geschminkt?
Der ist da auch ein bisschen geschminkt, oder nicht, ey? Hat der da einen Eyeliner drauf oder einen Concealer oder eine Tusche oder auch ein bisschen Rouge? Kann das sein? Ja, klar, das ist. Hä? Mich so sehr auf sein Äußeres konzentriert. Ey, yo, Kevin, was geht? Ist die ganze Zeit am Rumheulen und startet einen Entschuldigungsmarathon auf den sozialen Medien. Nur weil Kevin gehofft hat, dass wir vergessen, dass er mal die scheiß Endbombe gedroppt hat und hofft, dass wir ihn einfach so vergeben. Aber Bruder, vergeblich. Und er wirkt genervt. Immerhin war der Vorfall ja schon ein bisschen her und er denkt, labert er jetzt die ganze Runde lang bei die Endbombe? Ja, genau, dafür! Davy, jetzt die ganze Woche, jetzt die ganze Runde lang über die Endbombe? Ja, genau das. Ich wisch mir den Arsch ab mit deiner Entschuldigung. Die Pilze, die deine Mutter letzten Freitag im Wald gesammelt hat, sind die anscheinend nicht gut bekommen. Ja, zu nah an Gregpipe dran leider. Ich glaube, das Pirelli-Hasch, was ihr in Wedding pufft, ist euch nicht gut bekommen. Ist leider owned by Battle Rap Goat. Noch Battle Rap Goat. Gregpipe. Auch ein bisschen überzogen mit dem Mütze wegschmeißen, sehr choreografiert. Vollkommen in Ordnung. Jede Performance sollte auch so halbwegs choreografiert sein. Delivery, Performance gehört dazu. Bombe. Aber irgendwie, ich weiß nicht, glaube ich, die falsche Stelle, um die Mütze zu schmeißen. Mit deiner Entschuldigung. Die Pilze, die deine Mutter letzten Freitag im Wald gesammelt hat, sind die anscheinend nicht gut bekommen. Und Worte sind wie Kugeln. Einmal abgefeuert, kann man sie nicht mehr hinternach beteuern. Vorher nicht, wenn dich das Blei verletzte. Was? Kann man sie nicht mehr hinternach beteuern. Kann man sie nicht mehr hinternach beteuern? Worte sind wie Kugeln. Einmal abgefeuert, kann man sie nicht mehr hinternach beteuern. Aber ist auch Classic Davy. Nicht, wenn dich das Blei verletzte. Die Zeit heilt alle Wunden, doch die Narben bleiben letztlich. Es ist wie einen völlig unbeteiligten Passanten einfach wahllos ins Bein zu stechen und dann vor den Staatsanwälten mit solchen Feigen setzen. Ihr könnt ja mal, ich habe gerade überlegt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was der sagen wollte. Worte sind wie Kugeln. Einmal abgefeuert. Worte sind wie Kugeln. Einmal abgefeuert. Kann man sie nicht mehr hinternach beteuern. Kann man sie nicht mehr hinternach beteuern. Wenn das nicht der übelste Insider ist, dann ist das einfach nur falsches Deutsch. Das ist nicht die Sprache der Straße. Das ist falsches Deutsch. Einmal abgefeuert, kann man sie nicht mehr. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint, was der eigentlich sagen wollte. Vorher nicht, wenn dich das ist, wie einen völlig unbeteiligten Passanten einfach wahllos ins Bein zu stechen und dann vor den Staatsanwälten mit solchen Feigen setzen. Tut mir leid, ich war unreif auf die Freiheit betteln. Tu auf dich, tu auf deine Meinung. Jeder mit ein bisschen Rückgrat hat für diese Scheiße kein Verständnis. Keiner gibt einen Fick auf dich und deine pseudo-geheuchelte Scheißerkenntnis. Vor allem nicht von einem. Ich muss mal an der Stelle auf jeden Fall erstmal riesen Respekt für Kakobis Defense. Ja, Stoneface die ganze Zeit mit der Option zum Augenkontakt vermeiden. Die hat er hier gezogen, auf jeden Fall die Option. Guckt die ganze Zeit an Davy vorbei, ist maximal gelangweilt, gefühlskalt, nicht zu brechende Defensive. Oh, ich guck mal ganz kurz hier. Die Agentur. Übrigens, wer noch keine Tickets hat für die Samuel Sibilski Comedy Tour, übertreibt nicht. Geht auf den Link in der Beschreibung, falls euch die Art und der Humor gefällt. Einem Trailerpark, Hillbilly White, die Scumbag! Nein, Bruder. Du darfst dich der Lage nicht entziehen. Denn die Strafe kommt heute in Form von 3 krassen Battle-Punkten in deine Fresse. Denn deine Sorries waschen leider nicht die getrockneten Blutflecken der Schwarzafrikaner auf den weißen Westen. Crazy. Also ne, die Line 0. Crazy Defensive. Crazy. Fuck mich das ab, Alter. Da muss man da eigentlich noch drauf freestylen, ey. Dass er irgendwie noch einen Pluspunkt rausholt.
Also an Davies Stelle, der könnte das ja auch theoretisch. Das ist ja wirklich, das ist ja widerlich. Das ist ja wirklich abartig, diese Defensive. Fast schon AC Milan 90er Jahre-esk. Nee. Und Schwarze werden immer noch benachteiligt. Auch wenn sie nicht am Block den Arsch verticken. Aber es brauchte erst einen Fall wie George Floyd, damit die ganze Welt sehen kann, dass uns die Cops im Nacken sitzen. Bist ein verdammter Heuchler, wenn ich. Das merkt man auch an deinem Q&A. Leider ist dieses Opfer fake. Denn auf die Frage, wen er sich als Comeback bei Dilti dich zurückwünscht, war seine Antwort Dr. Odenk. Kurze Erklärung, Dr. Dave hat mal 2012 bis 14 oder 15 auch mal gebattelt. Und der hat halt Palaver mit Tierster gehabt, weil der halt so eine rassistische, rassistisches Meme, kann man sagen, rassistisches Meme über Tierster halt veröffentlicht hat. Ja, und hat dann dafür, also Dr. Davis halt auch, der ist jetzt nicht gegen Schwarz oder so, aber deswegen, glaube ich, nennt er den jetzt. Dr. Dave, Mann, was ist los mit dir, Mann? Du willst dir ausgerechnet den Typen, der Tierstars Kopf auf dem 12 Mr. Slave-Plakat gefotoshoppt hat, in der Dick. Ihr merkt schon, ihr wisst alles, sein Gelaber ist alles für ein After. Der hat nur Angst dafür dran gekriegt zu werden für die Scheiße, die er damals getagt hat. Und alle fanden das scheiße. Jamil, Murat, Davy und Fasak. Sogar Florian, Dennis und nicht mal Karl Marx. Ja, dieses Bad ist mehr als eine waschechte Drohung. Dieses Bad ist eine waschechte Drohung. Nein, es ist kein Appell. Egal wie sehr du dich als Social Justice Warrior darstellst, für mich bleibst du nur ein weiterer brauner Bär in einem roten Antibas-Schafspelz. Zu viel gestompt. Wenn du dich als Social Justice Warrior darstellst, für mich bleibst du nur ein weiterer brauner Wolf in einem roten Antibas-Schafspelz. So nimmst du ja eher mehr, so nimmst das ja eher weg, weil es zu laut ist. Nimmst ja das, den Impact von den Worten weg. Kleiner Hurensohn. Ja. Bitte ruhig, ne? Kleiner. Ja, solche Momente sollten in Battles nicht entstehen, ne? Ich habe mir zum Beispiel mal, ich habe mir letztens nochmal, weil ich habe wirklich 360 Grad Recherche gemacht, ich habe mir nochmal mein Battle ohne Zuschauer gegen Mighty angeguckt. Und das war ja wirklich auch ein ganz fieses Gefühl auf der Bühne und das war auch gar nicht gut. Aber ich habe mir das so angeguckt und dachte mir so, ey, der Unterschied zwischen so jetzt, ne, zwischen dem da und dem, was ich da gemacht habe, der ist gar nicht so groß. Also ich habe da nicht übertrieben rumgechoked. Ich bin natürlich rausgekommen, habe auf den Boden geguckt, meinen Text durchgegangen, aber es war halt alles nicht so glatt geschliffen wie sonst. Es war ein scheiß Cynic Battle, 100 Pro, aber es war, ey, es gibt Leute, die battlen so ähnlich on a regular basis, so. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Na Hurensohn. Denn wenn der schwarze Davy sich über Rassismus beschwert, dann ist es meistens nervig, denn es ist nur eine Ausrede, denn der Dab ist halt wack. Macht es aber ein weißer Kevin, ist es auf einmal eloquent und durchdacht. Und deswegen fügt man sich der Rolle, die einen die Gesellschaft für einen macht. Fucking J-Hustler, Real Life, Scarface, Eenie Money, Bassbuster. Digga, ich wurde mit grünen mehr Kilos los als wannabe Instagram-Models bei Weight Watcher. Und ich warte das so lange, bis uns dieser Lifestyle fickt. Ich hab den Glauben verloren, Geld ist unsere Religion. Bruder, wir sind scheinheilig. Time. Yes, Magde! Ja, eine Runde, die richtig geil angefangen hat vom Kollegen Davy, wo man sich auch dachte, okay, nice, Alter, jetzt geht's richtig rund. Aber halt null Substanz, ne? Also wirklich, wenn du dich hinstellst und schreist und stormst und sagst und dir eine Mütze wirfst und sagst, war's eine Runde lang, ja, schwarz, du hast die M-Bombe gedroppt, dann erwarte ich auch, das ist ein schweres Thema so, ne?
Aber dann erwarte ich, dass da auch Lines kommen, die unter die Haut gehen oder die sitzen und nicht halt so eine, ja, es ist eine sehr, sehr holprige Runde gewesen mit vielen Ruhephasen, Punchlines, die nicht gezogen, aber es war keine, ja, keine gute Davy-Runde leider. Obwohl das Thema es eigentlich hergegeben hätte, dass der da richtig auf Kacke haut. Aber jeder, der schon mal eine gute oder sehr gute Davy-Runde gesehen hat, weiß oder bildet sich ein zu wissen, dass es einfach mit Vorbereitung zu tun hat. Ne? Wenn der will, kann der. Ist sehr selten vorgekommen, sehr, sehr selten. Aber man weiß halt, was möglich ist, wenn er sich wirklich vorbereitet und Bock hat. Und der hat wahrscheinlich auch viel im Duorn, ist ja auch Vater geworden vor nicht allzu langer Zeit. Deswegen, ja, ich schieb's mal darauf auf jeden Fall. Deine erste Runde! Erste Runde, Kakobi, let's go! Na, unangenehm? Ja, ich bin pretty nervous, aber vor allem pretty. Also jetzt erkennt man halt, dass es ein Kleid ist, ne? Aber, ja. Ja, ich bin pretty nervous, aber vor allem pretty. Yo! Runde 1 und ich steig ein mit 100 Reimen, um zu zeigen, wo wir zwei uns unterscheiden. Ich mach Kunst, du dumme Scheiße. Und du weißt, ich übertreib nicht, dein Gegrunze und Geschreie ist Beweis genug für uns, du bist im Geiste unter 13. Junge, peinlich, wie du keifst, um deine Zeilen zu unterstreichen. Junge, peinlich, wie du keifst, um deine Zeilen zu unterstreichen. Und du meinst, du seist der Geilste unserer Zeit, der Unerreichte. Doch die Leistung, die du zeigst, ist unzureichend und bei weitem keine Unterhaltung. Und nein, ich möchte dich nicht unten halten, doch ein paar gesunde Zweifel wären auch für dich das Beste. Tu nicht so, als wäre Kritik an dir absolut nicht berechtigt. Du lebst wie der Drachenlord von nichts außer der Cringe-Reaction. Battle, Leute. Servus und herzlich willkommen zu dieser Riesenscheiße. Ohne Dreck, Alter. Du bist doch nicht normal. Ich zieh kein Kokain. Du bist doch nicht normal. Ich zieh kein Kokain! Wie man sieht, Davys Stimmung ist neutral. Dein Narzissmus kickt heute hart, denn du weißt, wen du battlest. Doch alle Klicks bis 100k gelten alleine dem Kevin. Du bist einer der Echten? Ist eine Fangfrage, yo. Junge, halt deine Fresse, du bist der Ansagenlord. Denn gegen Robskew hast du Rotzspur mit deiner Beute geprahlt. Dachte mir, krass, der Hassel, doch dann sah ich die 90 in bar. 90 Euro, oha, unversteuert sogar. Doch deine goldene Nase hast du bis heute nicht bezahlt. Bro, du bist pseudo as fuck. All die Gerüchte, die es über dich gibt, sind tausendmal glaubhafter als deine üblichen Lügengeschichten. Seht mich an, ich pack Haze ab, Nuts Bader, weil ich nachts Geld mach. Und jeder, der mich kritisiert, ist garantiert Akak-Hater. Ja, Battle verloren, die Hater sind schuld. Ständig am Joken, die Hater sind schuld. Wacke Performance, die Hater sind schuld. Komplett überfordert, die Hater sind schuld. Songtexte vom Vortag, doch nennst es vortrefflicher Wortschatz. Stockst, wenn dich der Zorn packt, die Hater sind schuld. Schon frech, wenn so ein quengelnder Rohrspatz vom selber was vormachen, denkt, er wäre schon Chef dieses Formats. Doch ebbt der Support ab, die Hater sind schuld. Floppt ständig doch vorders und vorders und vorders. Von Fans den Gehorsam, von dir selber halt null. Von Jamie den Dornkranz, verhältst dich wie Don Daddy im Vorstand. Doch ständig hat Bonteggi den Vorrang, die Hater sind schuld. Aber wenn... Ja, ich sag mal so, ist auf jeden Fall so besser als das, was Davy bis jetzt gemacht hat. Ist natürlich auch ein Ding für so Reimpaddern-Fetischisten. Natürlich super hochwertig geschrieben. Zwei, drei Stolperer auch drin gehabt. Aber das ist jetzt halt sehr, sehr silbenlastig. Achtet halt wirklich sehr, sehr auf die Patterns so. Aber es, da puncht halt nicht so viel, ne? Hört sich aber natürlich dann nice an. Und für Leute wie Lyrico, und es gibt ja viele Leute wahrscheinlich unter euch auch, die da Wert drauf legen, ist natürlich ein Genuss. Wenn ich dir nochmal in die Memories callen darf, dass du es letztens meintest, dass du nicht mehr battlest, du Opfer. Bitte wunder dich nicht, wenn auf dein Comeback keiner Bock hat. Du nennst es Canceling Culture, doch bist selber dran schuld. Diggi, du kannst es dir nicht ausdenken, dass du nicht merkst, dass was nicht stimmt. Du scheißt dir in die Hose und beschwerst dich, dass es stinkt. So, sowas brauchen wir mehr. Das brauchen wir mehr. Die Sachen, die richtig reinhauen. Ne? Nicht anderthalb Minuten Patterngeflexe und aber ohne auf den richtigen Punkt zu kommen. Oder einfach nur so
eine Line jetzt, wie wir gefühlt 7, 8 Mal wiederholen, die Hater sind schuld. Junge, fick dich. Dich und deine kindischen Promo-Aktionen. Für mich ist das nicht witzig, sondern absichtliche Provokation. Digga, dich zu dissen ist richtig und wichtig. Denn du benimmst dich mal so und mal so. Doch jeder soll wissen, wie schlimm es in dir drin ist. Und dafür bin ich hier. Pacovi, mein Sohn. So, Runde 1 war nur Geplänkel. Runde 2 beginnen die Kämpfe. Runde 3 bringe ich's zu Ende. Time. Also erste Runde geht an Pacovi. Würde ich sagen, auch keine Glanzleistung. Man hat von ihm auch schon krasseres gesehen. So. Es muss sich auch hart konzentrieren mit dem Text auf jeden Fall. Aber... glaube ich auch, weil das sind, also wenn ich den vor Augen habe und ich habe gerade bin im Battle Rap Brain gerade drin, stelle ich mir das auch schwer vor, auswendig zu lernen auf jeden Fall. Aber ja, ist jetzt 1-0 Kakobi, würde ich sagen. Ich denke mal, da widerspricht mir jetzt wahrscheinlich auch keiner, ne? Sonst wäre es ja auch Blasphemie. Zweite Runde, David Jones! Natürlich kann das nicht lassen. Über das Koks an eine Bar zu rhymen. Doch ich bin heute Vater. Ich hab den kleinen Sohn. Verdammt, ich brauch kein Koks mehr, um nachts wach zu bleiben. Real Talk! Und eine Sache nochmal vorweg. Ganz ehrlich, als normaler Hetero-Mann hier so zu tun, als wäre man aus der LGBTQ, finde ich wirklich nicht geil und ein bisschen beschämend. Es ist so, als kommt man in einem Cheeseburger-Kostüm in einer Demo gegen Fat-Shaming. Oder als Hetero-Mann mit einem Kleid zu einem Rap zu gehen, ist wie mit einem Cheeseburger-Kostüm zu einer Demo für Fat-Shaming. Ja. Ist ein bisschen lustig, hinkt aber hart. Okay, Reaction hat zu viel. Oder zeigt seine Solidarität mit den Jungs, die zu Black Lives Matters gehen, via Blackfacing. Halt die Fresse. Yo. Naja, Kevin. Daher ist ganz offensichtlich, dass du Feminist bist. Und dass wir wissen, dass du heute auch ein bisschen psychisch gefickt bist. Da würde ich jetzt gerne wissen, ob das Freestyle ist, weil er wusste ja vorher nicht, dass der da im Kleid antanzt. Oder hat der vorher eh schon dieses Feministending gehabt und streut jetzt einfach noch die Handbewegung mit ein, um aufs Kleid zu zeigen? Schwierig. Hör mir also gut zu, denn dann wird es wichtig. Denn es gibt zwei Typen von Männern. Es gibt einmal den Alpha und es gibt einmal den Beta. Und er guckt so nach dem Motto, okay, wie guckt er jetzt? Nach dem Motto, geil, irgendjemand hat mir vorher gesteckt, womit JV Jones kommt. Geil, der rappt genau das, was ich eh schon erwartet habe. Oder geil, das passt einfach super zu dem, was ich hier gerade darstelle. Daher ist ganz offensichtlich, dass du Feminist bist. Und dass wir wissen, dass... Und wer sich denkt so, nee, Freestyle auf gar keinen Fall. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr mich oder... generell Battle Rap schon verfolgt. Also Davy Jones ist ein krasser Freestyler. Der bei dem ist das, deswegen frage ich mich auch. Also der könnte das auch freestylen. Via Blackfacing, halt die Fresse. Yo. Das war eben auf jeden Fall Freestyle. Ne? Beschämend, Blackfacing, Fatshaming. Boah. Das ist schon Endlevel. Kriegt er das auch hin? Ich weiß es nicht. Das ist schwierig, aber das danach auf jeden Fall. Obwohl es auch schwierig ist. Naja, Kevin. Daher ist ganz offensichtlich, dass du Feminist bist. Und dass wir wissen, dass du heute auch ein bisschen psychisch gefickt bist. Hör mir also gut zu, denn dann wird es wichtig. Denn es gibt zwei Typen von Männern. Es gibt einmal den Alpha und es gibt einmal den Beta. Und wer von uns wer ist, das ist ja offensichtlich ersichtlich. Der Alpha zeigt sich meistens aus durch Größe, Stärke und Kopf. Okay, jetzt sollte es auch dem Letzten klar sein. Das ist natürlich eine Rendition an den Most Viewed, was ich selber gegen David Jones im Battle gemacht habe. Hausnigger und Feldnigger, habe ich ja so einen Vergleich gemacht. Hab dann auch gesagt, wer
wer im Endeffekt wer ist, ist ja wohl für jeden in der Halle ersichtlich. Er hat es jetzt Deutsch nicht ganz so rein gemacht, aber das ist auch nicht das Ding. Auf jeden Fall, dass ihr Bescheid wisst, wo das herkommt, dieses ganze Ding. Es gab den so und so und es gab den so und so. Der so und so war so und so und so und so und so und so, während der so und so so. Und wer hier wer ist, ist ja wohl für jeden ersichtlich. So nach dem Schema. Tanzen wird alt. Und wer von uns wer ist? Und es gibt einmal den Bader. Und wer von uns wer ist, das ist ja offensichtlich ersichtlich. Der Alpha zeigt sich meistens aus durch Größe, Stärke und Kompetenz im Bett, Ehre, Mut, White und Sexiness. Der Beta ist meistens stabil, hat eine gute Ausbildung und ist immer nett zu den Frauen, ist stabil im Leben, hat immer das Cash dann zu Hause. Nur komisch, dass ausgerechnet dieser Typ Mensch so oft im Datingmarkt bei Frauen auf ins offene Messer laufen. Und versteht mich nicht falsch, ich möchte hier nicht sagen, dass Alphas echte Männer sind und Beta alle Muschis. Nein, jeder sollte das Mannsein für sich interpretieren können. Alles andere ist Bullshit. Aber du kommst her und sagst, Leute wie ich, mit ihren maskulinen Kulturen, zeugt es von Angst, dass man bi oder schwul ist? Beta! Yo, vor allem seit meinem Pilz-Battle hört man solche Pseudo-Intellektuellen immer so einen Mist schwätzen. Du sagst zu Kids solcher allen Ernstes, ihr seid toxisch männlich. Ey, bei so einem Schrott krieg ich Hasskrieg. Mann, der Typ weiß doch zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal, warum er morgen seine Boxershort verpappt ist, Junge, was? Ey, den Scheiß, den ihr propagiert, Mann, das finde ich echt traurig. Denn in deiner Interpretation ist man ein schlechter Mann, wenn man nicht wie eine Frau tickt. Es ist denn nicht okay, Emotionen zu zeigen? Sei Gefühle und Nähe und bitte sei verletzlich. Und tust du es nicht, dann bist du aber toxisch männlich. Ja. Seht ihr? Okay, das ist anscheinend wirklich die Meinung der Crowd. Ich bin im Thema gar nicht drin, ne? Toxische Maskulinität. Ich finde auch, dass jetzt für alles so Begriffe geschaffen werden und alles kategorisiert wird, finde ich krass anstrengend. Aber anscheinend ist das gerade so ein Ding, ne? Genau wie die Scheiße mit diesen mit Cis-Männern und Mansplaining Alpha. Also ich weiß nicht, ob Kakobi das mal irgendwo geschrieben hat oder geäußert hat, dass ihn das abfuckt, dass Davy Jones so einen auf Alpha-Männchen tut, auf Maskulin, pipapo, und dass er das deswegen anspricht, das weiß ich nicht. Aber es passt natürlich wie die Faust aufs Auge, weil er da eh schon im Kleid steht. So. Und er sagt so, wenn Männer nicht weinen und nicht verletzlich sind und keine Gefühle zeigen, dann sind sie toxisch männlich. Und dann sagen echt ein paar Leute im Publikum so, ja, ja, ist auch so. Er ist natürlich absoluter Bullshit. Also, hä? Du kannst doch ein ganz normaler Mann sein und einfach keine gefühlvolle Seite haben. Dafür bist du ja nicht gleich toxisch männlich. Das kommt doch dann wahrscheinlich durch Äußerungen oder durch Verhaltensweisen. Aber nicht anderen Leuten, anderen Frauen gegenüber oder anderen Männern auch von mir aus gegenüber. Aber doch nicht einfach nur, weil manche Leute sind halt nicht nah am Wasser gebaut. Manche Leute haben halt keine emotionale Seite, die ausgeprägt ist so. Dann, deswegen sind die ja nicht gleichbedeutend toxisch männlich so. Und bitte sei verletzlich und tust du es nicht, dann bist du aber toxisch männlich. Genau. Also, er sagt, die Leute werfen vor, zeigst du keine Gefühle, bist du nicht so und so, bist du nicht nahbar, lässt du keine Gefühle zu, bist kein emotionaler Typ, dann machst du das alles nicht, dann bist du toxisch männlich. So. Das ist natürlich Bullshit, aber... Ja. Vereinzelte Ja's einfach. Und er hört das und ist so, nach dem Motto, ich bin auch der Meinung. Aber das ist doch übelster Bullshit. Das macht doch gar keinen Sinn. Also, habe ich es ja eben gerade schon erklärt. Ich hoffe, man konnte das verstehen, aber das ist ja, also, das macht keinen Sinn. Das ist hart verbohrt auf jeden Fall. Seht ihr, was ich meine? Wenn man es aber tut, ist klar, was danach passiert. Frauen verlieren irgendwann das Interesse und landen dann wieder bei so Alphas wie mir.
Und wenn du dich selbst reflektierst, weißt du, dass du keiner bist. Deine Freundin tut mir leid, denn jedes Mal, wenn sie mit dir feiern ist und eigentlich will, dass du diese Chaya fix, hast du mal wieder zu viel Weiß gesnippt. Da ist dein kleiner Dick eingeknickt, weil du keinen Steifen kriegst. Ayo, Digga, zwischen deinen Beinen ist mittlerweile kein Penis, sondern dein warzenähnlicher Eiterpickel. Also erzähl mir nichts von dicken Pimmel, Mann, ich dreh noch durch. Schwarzvergleich, du gegen mich ist wie Black Mamba gegen Regenwurm. Dein Gang. Ja, das ist natürlich, das ist wirklich Battlemania Freestyle-Niveau, diese Punchlines. Also das ist wirklich das Freestylen andere. Er könnte es auch freestylen, er hat das aber, glaube ich, leider aufgeschrieben. Ja, so rumhampeln, dann solche wacken Lines. Schwanzvergleichmäßig ist das hier gerade Mamba gegen Regenwurm. Ich meine, ich habe auch schon mal ein paar Pimmel-Lines gehabt, aber die waren eigentlich dann eher auf mich bezogen, nur wie groß meiner ist und dann so absurde Vergleiche zu finden, auf lustig. Aber ja, Mamba gegen Regenwurm, zwischen deinen Beinen ist ein warzenartiger Eiterpickel oder warzenartiger Eiterpickel, ja. Das möchte gern Feministengetue ist für mich nichts mehr als Heuchelei. Das ist für dich kein Kampf, das ist für dich nur ein Hype. Und so ist es mit dem Hype. Denn der Hype, der geht irgendwann vorbei. Vor allem dann, wenn die Zeiten wieder hart sind, denn siehe Ukraine, von Donbass bis nach Kharkiv brennt. Und Frauen brauchen genau in solchen Momenten wieder genau den Typ Mann, den ihr den patriarchischen, toxischen Cis-Mann nennt. Los, Kevin, los! Da braut sich, glaube ich, gerade ein perfekter Sturm zusammen in diesem Battle. Weil ich gehe mal einfach fest davon aus, dass Kakobi, wenn der schon so ein Kleid anzieht, auf jeden Fall das Thema auch noch aufmacht. Und Davy hat es ja schon gemacht. Also kein Plan, ob wir es vorher abgesprochen hatten. Das ist so ein bisschen wie bei dem Battlemania-Finale von Fresh Polacken und mir. Weil die beiden halt so aufeinander eingegangen sind und so gekontert haben und auch Sachen an die zufällig passen oder die man noch im Kopf hatte, hat das gewirkt wie, okay, die wussten doch vorher schon, dass die gegeneinander antreten, weil warum kommt der mit, warum rappt der über polnische Sachen und macht so eine Imitation und, okay, Freestyle-Konter sind Freestyle-Konter so, aber warum, dann ruft der Polacke auf einmal so Filmbars ab, weil ich vorher Filmbars hatte, also so. Und hier braut sich gerade wirklich ein perfekter Sturm zusammen, weil der steht da im Kleid. Davy macht jetzt echt diesen Max, ist nicht so ganz clever. Die eine Line fand ich gut, weil es wirklich wack, dass man dann direkt sagt, das ist ein, ist dann direkt toxisch. Aber jetzt steppt er so ein bisschen ins Fettnäpfchen auch rein. Nach dem Motto, wenn es Krieg ist, braucht ihr Männer wie mich. Wenn ihr die nicht fickt, dann kommen die Männer zu mir, weil die brauchen Männer wie mich. Das ist nicht ganz so clever, ne? Aber gut, er wusste ja vorher auch nicht, dass der Kakobi da einfach geschminkt im Kleid steht. Geh in die Ukraine und sag den 18-Jährigen hier im Krieg, sie sind toxisch männliche Persönlichkeiten. 18 ist kein Alter, das sind Kinder. Kinder, und sie werden in den Tod geschickt. Und ich rede nicht von einem Battle-Rapper, wenn ich sage, dass diese Kids Soldier sind. Frauen dürfen das Land verlassen. Männer werden gezwungen zu kämpfen und kommen dabei um. Parallel dazu sah man euch Social Warriors einfach alle klangheimlich verstummen. Wo ist denn jetzt die Gleichberechtigung? Aber wisst ihr was? Leute wie ich, wir machen das, denn ich bin ein Mann. Und ich gehe in den Krieg und sterbe für meine Familie, auch wenn man es mir nicht dankt. Denn das ist genau, wie man es als toxischer, narzisstischer, egoistischer, selbstsicherer, toxischer Cis-Mann halt so macht. Also nimm dir endlich... Moment. Also nimm dir jetzt endlich... Sechste, siebte Flasche hier schon. Also bitte nimm dir einen Strick, häng dich irgendwo auf und hör auf zu nerven. Es ist völlig legitim, dass du bereit bist, dein Leben für deine Frau zu geben, aber die Frage ist, bist du auch bereit, für deine Frau zu sterben? Motherfucker. Time. Yes, mach das! Zweite Runde, Kakobi, let's go. Alle ruhig sein, bitte. Kurze Frage. Was dagegen, wenn ich Hurensohn sage? Was ist denn Battle, Bro? Okay, korrekt. Aber eigentlich wollte ich fragen, ob du dich hinsetzt beim Pinkeln. Na, hab ich mir gedacht. MC Falk hast du gesagt, seine Frau ist der Mann im Haus, denn er achtet auf Hygiene.
Maus, du darfst dich auch waschen mit einem Penis. Es macht dich nicht zum Mädchen, wenn dein Pensi nicht ekelt. Krass. Okay, jetzt. Keine Ahnung, ob die vorher Kontakt hatten. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wie geil passt das denn jetzt mit dir? Das macht ja wirklich dieses Thema auch auf, ne? Hast du gesagt, seine Frau ist der Mannherr im Haus, denn er achtet auf Hygiene. Maus, du darfst dich auch waschen mit einem Penis. Es macht dich nicht zum Mädchen, wenn dein Pensi nicht ekelig stinkt. Und wenn du schon nicht sauber machst, dann setz dich wenigstens hin, du Hurensohn. Und erzähl uns bitte nicht, dass dein Nippel großes Geschwür beim Pissen den Schüsselboden berührt. Das glaubt dir nämlich kein Mensch, Alter. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist das für ein fieser Gestank? Davy ist ein Mann und Davy riecht wie ein Mann. Da fleckert Zwiebeln und Schwanz. Aber Diggi, ich ficke deine Männerehre und mach euren Battle-Rap-Star heute Abend zu einem Gender-Sternchen. Denn um dich zu besiegen, brauche ich kein Chromosom. Davy, du bist Turk und JD in einer Person. Ey, ich bin weiß wie der Mond und doch nicht der Hellste. Hatte oft schlimme Texte. Aber weißt du, warum sie mich trotzdem nicht canceln? Guck mein Kompliments-Battle. Ich bin sogar beim Choken-Suite. Dein Frauenbild unterteilt sich immer noch in Hoes und Queens. Dein Männerbild, Bro, antik. Geht einer deiner Homes mal deep, sagst du Lackwerk-Mandohund und ghostest sie. Ein Davy Jones ist real, psychisch stabil, so wie Bones MC. Für einen wie dich ist life ne Bitch, weil du kein Mensch wie den Wohlstand liebst. Für einen wie mich ist life nice wife and kids, so zwei, drei Stück, ein wholesome Team. Aber Davy chase das Paper on a daily basis, straight up. Safe to say, he's getting paid, but anyway, check's bitte selber. Dafür geht ihr bitte auf seinen Insta-Account, DavyJones85, glaubt mir, richtiger Clown. Sucht das Video vom 1.11.2018 und dann klickt ihr da drauf und rastet bitte nicht aus. Denn was zum Fick, ja was zum Fick hab ich da bitte geschaut? Diggi, pass auf. Davy im Denkerblick. Im Wandel großer Dinge vertieft. Stellt die Fragen aller Fragen. Willst du sparen oder willst du verdienen? Stimmt, Alter. Der hat das auch mal gemacht. Ein paar Battle-Rapper haben das schon gemacht. Einer davon hat mich mal angeschrieben. Meinte so, ey, das kannst du doch nicht erzählen. Nimm das Video mal runter. Hab ich dann runtergenommen. Aber das sind diese ganz dubiosen, er ist nicht Ponzi-Schemes, ne, aber ja doch, halt, das sind schon Schneeballsysteme, ne, wo halt suggeriert wird, wo halt so Tipps weitergegeben werden, die ganz, wie nennt man das nochmal, so viele Sachen im Kopf, oder auch nicht an der Stelle, fällt mir erst nicht ein, unselfish. Auf jeden Fall will man seine Knowledge mit den Leuten teilen und Leute am Reichtum beteiligen so. Und das ist natürlich übelster Bullshit. Also, dass da Leute einfach von der Straße genommen werden quasi und dann denen dann gesagt wird, okay, ich gebe dir ein Seminar, dann gibst du ein Seminar, dann gibst du ein Seminar und ihr gebt Finanztipps weiter. gibt's nichts zu jubeln. Er versucht noch das so quasi mit dem Jubeln, so nach dem Motto, ja Mann, hab ich gemacht, ja Mann, aber das wird nicht gefühlt, weil es ist einfach schlecht. Was für eine Frage? Will ich sparen, muss ich zwingend verdienen? Was für eine Frage? Will ich sparen, muss ich zwingend verdienen? Doch du würdest uns raten, dass man sein Gespartes an dich übergibt, damit du uns danach sagst, wie man ein Business aufzieht? Ja, ich muss sagen, das klingt echt nicht doof. Ich dachte schon, das wäre Verarsche. Aber wenn du sagst, das ist mehr so wie eine Investition, dann wird das schon stimmen. Denn wieso solltest du uns anlügen? Dann wärst du ja ein Scammer, hör mal. Dann nicht dieser Davy. Nicht dieser korrekte Kerl. Das würde ja heißen, du machst alles für Geld. Naja, außer deine Texte lernen. Aber jetzt im Ernst.
Wer denkt sich, yeah, mein letztes Kies spende ich diesem NFT-Andy? Der Mensch ist piekmännlich, von dem hole ich mir gern ein paar Tipps. Da blech ich vierstellig, wenn er mir nur erklärt, was ist. Was macht man als Kerl, was nicht? Und was darf man als Kerl an sich? Macht man noch den ersten Schritt und wann die End mal wer zurück? Was kann ich und was soll ich haben? Komm, gib mal Expertentipps. Wie mache ich mir eine Olle klar, die stolz, loyal und ehrbar ist? Wie mache ich mir eine Olle klar, die stolz, loyal und ehrbar ist? Und Dr. Davy Jones sagt, für den optimalen Herrschertrip, Dr. Davy Jones sagt, für den optimalen Herrschertrip lockt die Damen mit topbezahltem Job und schwarzer Kontokarte, shoppen im Klamottenladen, Oligarchen Erbedrip und so lang Kosten tragen, bis man vollends die Kontrolle hat, so kriegt man die Oberhand im Rollenkampf, die sogenannte Vorherrschaft des Stärkeren. So ein toxisch maskuliner Rotz bekommt er ja Ruhe. Krass. Ja. Crazy, wie das passt alles, ey. So kriegt man die Oberhand im Rollenkampf, die sogenannte Vorherrschaft des Stärkeren. Rotz bekommt er ja Ruhe, bitte, danke. So ein toxisch maskuliner Rotz bekommt mir ja wie Nervengift. Und Johnny, wenn man mal ehrlich ist, deine Freundin verdient vielleicht nicht mehr als du, doch in Gottes Namen mehr als dich. Oh. Entrepreneur mit dicken Konten in Bern. Du bist ein dummes Schwein und Runde 3 wird gottlos entehrt. Warte. Das ist ja genau meine Ausdrucksweise. Du bist ein dummes Schwein. Gottlos. Alles schön ruhig jetzt. Der geht los. Geil, wie geil das passt, Mann. Ey. Also Kakobi Oberhand hier, ne? Jo. Nicht aufgrund der Meinung, sondern Performance, Mann. Die Lines, so. Man sieht jetzt nicht einen der beiden Battle Rapper vorne, weil man den einen Standpunkt besser findet oder nachvollziehbarer findet. So. Also im Sinne, ich bin Alpha, deswegen bin ich für Davy Jones. Ich bin, keine Ahnung, Alter, den Feminist oder was. Und deswegen bin ich für Kakobi, so nicht, aber so aus Battle Rap Sicht, Battle Rap Auge, ist Kakobi Oberhand. Zu der Sache, ich werde Turk und JD in einer Person. Stimmt. Wer sind Turk und JD? Ist das diese Comedy-Arts-Serie? Wisst ihr, was ich meine überhaupt? Wie heißt nochmal die Serie? Mann, Alter, ich habe die nicht gefeiert. Halt mit so einem alten Hausmeister und so ein Schwarzer mit einer Glatze und so ein braunhaariger Weiß, wie heißt nochmal die, diese Comedy-Arzt-Serie, die im Krankenhaus spielt? Scrubs. Ist Turk und JD von Scrubs? Habe ich das beim Seppen richtig in Erinnerung behalten? Schreibt's in die Kommentare. Dr. David Jones, das Leitbild Integration. Könnte sein, ne? Weil er sagt ja Dr. David Jones. Ja, da liege ich wahrscheinlich richtig krass. Ich weiß zwar nicht, wer ist und weiß auch nicht, warum ich das irgendwie gespeichert habe, aber ja. Yo! Und außerdem war das Team und meine Freundin wirklich erbärmlich. Hört doch immer auf, zu allem einfach Scheme zu sagen. Es ist nicht alles ein Scheme. Mann, ey, ich habe bei der Recherche fürs Mikesh-Battle auch schon wieder Bong, Taggy, Mikesh selber. Oh Mann, Alter. Es regt mich so auf, dass man das einfach nicht weiß. Das ist, als ob du einfach so, du spielst Basketball, machst so einen Hookshot und sagst einfach so, boah, Dicker, ist so ein Fadeaway, Alter, mieser Fadeaway. Alles ist ein Fadeaway. Maul, ey. Und es schmerzt mich auch nicht. Digga, sie ist Erzieherin. Natürlich verdient sie mehr als mich. Mehr als. Achso, ja. Du weißt doch selber, Battle Rap und so ein Shit. Und außerdem habe ich auf, dank mittels einer App, gesehen, dass du ihr Insta-Profil stalkst. Und jetzt pass mal auf. Ist mir egal, ob du dir einen auf sie gist, du verdammter Lauch. Aber verdammte Scheiße, redest du noch einmal über meine Freundin, dann klatscht es laut, gefolgt von den Sätzen. Keep my wife's name out of your fucking Sehr gut. Zeit, schön aktuell, relevante Punchline, Will Smith, Chris Rock, nice, die erste richtige Punchline von dem im Battle.
Fucking Dealer hat mich richtig abgefuckt, Leute. Also ich weiß nicht, was für ein Shit ihr da gesnifft habt, aber anscheinend war das Gift anscheinend nicht reich. Denn du sagst zu Dealer, jeder, der das N-Wort benutzt, ist ein rassistisches Stück Scheiße. Du rassistisches Stück Scheiße! Jeder weiß, vor dem Battle wurde Dealer festgenommen. Nein, das ist auch kein Geheimnis. Noch viel schlimmer, dass du denkst, ich wäre in der Lage zu schnitchen, fand ich dreist. Denn selbst die letzte Missgeburt hier weiß, es ist Davy fucking Jones. Ich geb keinen Fick auf 31 und vor Gericht verrate ich nicht mal meine Feinde. Ehrenkodex und so. Da geht's direkt um die Ehre. Aber du bist ja das ganze Battle sich über Dealers Wackness am Beschweren. Also wollte ich der Fairness halber mal erklären, warum. Also wollte ich der Fairness halber mal erklären, warum für jeden Dealer die. Ohne Spaß, ne? Jetzt mal ohne Spaß. Und ich mag Davy und so. Wir haben auch schon Monster Battles von dem gesehen und auch. Ich habe den auch schon gefeiert. Man feiert Leute, wenn es gefeiert gehört und so. Diese Performance hier von dem, ne? In Sachen Textsicherheit. Ne? Ist wirklich, das ist einfach mein Battle gegen Mighty ohne Zuschauer. Ich habe mir das letztes, ich habe eben schon gesagt, nochmal reingezogen. Es ist nicht so schlimm, wie es in Erinnerung hatte. Für mich auf der Bühne war es schlimm. Aber ich schwör's euch, das ist einfach, klar, ist da keine Crowd und so, das macht es ein bisschen unangenehmer, aber das ist einfach das hier. Und was ich mir anhören musste, aber es ist einfach die Fallhöhe. Machen wir uns nichts vor. Ich habe ja. Wer war das nochmal, Alter? Ich schwöre, ich habe letztes Mal. Super viele Leute sagen ja immer, seit Jahren kommt von dem nichts mehr. Die letzten Battles sind scheiße. Und wenn man aber einfach mal nur die Fakten nimmt, ne? Okay, Mighty kann man zählen, kann man nicht zählen. Das Battle vor ohne Leute, okay. Der battelt nicht mehr. Das letzte große Battle, was Aufmerksamkeit hatte, war ja meins. Also, wenn Leute sagen, der macht seit Jahren nichts mehr, ist falsch. So, der letzte, der ein großes Battle hatte, war ich. War ja während der Corona-Zeit, 2020. So, danach gab es nichts Nennenswertes mehr. So. Das. Dann davor, mein letztes Battle ist das Alpha Royal Finale. Das ist ein gutes Battle. Davor ist Lyrico Halbfinale. Das ist ein Durchschnittsbattle von mir. Dann davor ist RV. Das ist ein gutes Battle von mir. Und ich sag nicht mal sehr gut, weil ich habe, weil die. Ey, wenn du mal so ein Bong-Taggy Rematch hattest oder ein Disaster hattest oder. Keine Ahnung, Alter, ein Jack Dragon Battle oder ein Disaster. Ja, Disaster habe ich schon genannt. So, wenn du solche Battles hast, dann sind halt die guten Battles sind halt so. Was macht er die letzten Male? Ich weiß, davor war das Battle gegen Davy Jones. Auch ein gutes Battle. Ich sag einfach nur nicht sehr gut, weil ich schon krassere Battles hatte. Und jeder, der schreibt, der macht seit Jahren nichts mehr. Seine letzten Battles sind kacke. Lügt einfach. Das ist einfach falsch. So. Das ist einfach falsch. Ich weiß doch, wann ich wie wo gebettelt habe. So. Ich habe gegen Merlin reingeschissen. 2015. Dann habe ich gegen Greg Pipe Mies reingeschissen. 2018. Dann habe ich 2017 mal gegen Mighty reingeschissen. So. Und. Aber das ist ja keine Entwicklung irgendwie. Nur weil ich vorher so. Früher oder von 14 bis 17 so teilweise übertriebene Battles gemacht habe, dass das Alpha Royal Finale nicht mehr als gutes Battle gilt. Oder das RV-Ding oder das Lyrico-Ding. Einfach Davy Jones, RV, Lyrico, Mighty. Diese vier Leute in einem Zeitraum von anderthalb Jahren. In jedem Battle war ich besser. So. Das ist krank, das ist wirklich krank. Was manche Leute, das ist, wenn du selber die Messlatte irgendwann mal so hochgelegt hast, verlieren die Leute komplett den Bezug zur Realität. Diese Pepkins da nerven. Denn du bist einer von diesen. Bin ich eigentlich gerade abgeschweift? Boah, kaum, oder? Ja, langes Video wieder. Also, nochmal ganz kurz. Davy Jones' Performance in diesem Battle von der Textsicherheit her ist genauso wie mein Ding gegen Mighty. Also es ist überhaupt nicht, ist nicht mal, ist für meine Verhältnisse katastrophal. Aber es ist nicht mal, da gibt es wesentlich Schlimmeres. Wallah, du hast dein Geld nächste Woche, Bruder, Captain. Die Dealer, diese Pepkins da nerven. Denn du bist einer von diesen. Wallah, du hast dein Geld nächste Woche, Bruder, Captain. Das ist crazy, wie oft er sich verhaspelt, Alter.
crazy. Ein von denen, ich kenn voll die Jungs, die machen Big Money, Pat Kevin. Steht aber am nächsten Tag wieder vor meiner Tür mit einem 20, Pat Kevin. Einer dieser dummen Missgeburten, Pat Kevin, die immer am Telefon wissen wollen, was der Kurs ist, Pat Kevin. Und ich weiß, für dich ist das jetzt harter Schuss, aber schneller geht es. Und dann sitzt man mit Achter in einem Mannschaftsbus und das ist auch der wahre Grund, warum man halt für diesen Pep, warum diese Pep Kevins auch für den Dealer ein bisschen warten muss. Also halt deine Fresse, du Fickfehler. Ey, yo, deine Energie ist aufgeblasen wie Wind. Schon wieder die siebte Flasche, die da umgefallen ist. Räder, ich komm zu dir vorbei und erstmal. Denn meine Jungs sind. Nee, deine Jungs sind Opfer, aber meine Jungs sind Täter, während du Angst vor drei kleinen Stichen hast wie ein Impfgegner. Und quatsch die ganze Zeit. Weißt du, er labert irgendwas von Therapie, ich soll Therapie machen, labert seit Jahren ständig was von seiner Depression. Aber ich geb keinen Fick auf deine Daily Soul. Du hast keine Chance gegen David Jones und nein, du bist nicht Marshall mehr, das war deine Bitch-Mama in einem Trailer wohnt. Es ist David fucking Jones. Generation Vater war nicht da. Ich gebe keinen Fick, Polizei, Stadamen nah. Du Opfer bist auf Kombi, ich bin nicht die Wolfe. Aber gib mir ein bisschen Bares und ich schick dich ins Koma, Afrikaner. Bei uns gibt es AIDS und Ebola. Und du Opfer denkst, ich hätte Angst vor bisschen Corona, gib zur Seite. Ich kenn Jungs hier aus Kamerun, aus Senegal. In der Hood ist das Aussehen egal, denn es zählt hier nur was du machst. Verkaufst auf der Waage, ich muss los, weil zu viele Kunden draußen warten. Let's get it, party. Yes, mach fucking hell! Ja, Abgang auch nicht so monumental wie vorgestellt wahrscheinlich, aber Rundenende schon stabiler als der Rest auf jeden Fall. Ja, ist halt, ich kenne ihn halt und ich würde halt wirklich sagen, Vorbereitung war diesmal nicht so auf Endlevel. Dafür ging es auf jeden Fall und ja, ich bin gespannt, was dritte Runde, ich bin richtig gespannt, was Kakobi in der dritten Runde macht einfach. Weil obwohl David Jones jetzt so 1, 2, lass es 3 Highlights hatte, das ist wenig, guckt man trotzdem noch weiter, weil halt Kakobi stabil abliefert und selber Maul aufgemacht hat, eine zweite Runde, super Puzzlestück hinzugefügt und angekündigt nach dem Motto, okay, in der dritten gibt's aufs Maul. Ich will das jetzt sehen, ich bin gespannt. Hey, wir ziehen nur noch eine Runde. Wir gehen bei Kakobi. Yo. Kennst du Ray Bahan? Schwör nicht, du Vogel. Ich habe sehr sicher recherchierende Lurky-Spione und was die für mich gefunden haben, empört mich zu Tode. Denn dieser dicke Junge da war wirklich bei einem Schwurbelarzt, bei einem sogenannten Flirtpsychologen. Hey. Junge, bei einem Flirtpsychologen, da wo man gestörten Idioten zeigt, wie leicht man mit Tricks und ein paar Kniffen geile Weiber fickt, weiß ich jetzt nicht. Ey, mir hat auch irgendjemand... hat mir einen Link geschickt bei Insta, glaube ich, von diesem Video, was der hier gerade anspricht. Da sitzt einfach David Jones da und sagt, mein Name ist Ray Bayha oder Bayhan oder irgendwie sowas und gibt dann halt wirklich so Tipps, wie man Frauen klar macht. Und ich habe mal selber so jemand angesprochen, so ein Typ, der meinte so, hey, ich kenne deine Battles und so, ich feiere dich voll, lass mich nicht mal zum Essen einladen. Ich meine so, guck mal, ich habe nichts gegen Gays und so, ich habe selber schwule Freunde, alles cool, aber ich weiß nicht. Meint er, nee, nicht so, weil der kam auch ein bisschen sober. Meint er, meinst du, was machst du denn? Meint er, ich bin Flirt-Coach. Meinst du, wie Hitch oder was? Hitch der Date-Doktor? Meint er, ja, so, aber ein professionell. Und in meinem Kopf ist das also, es gibt keinen größeren Müll. Ne? Klar kann man ein paar Tipps geben, so unter Freunden, wenn man Leute kennt und so. Es gibt auch bestimmt irgendwelche Sachen, die, aber es ist, Mann, das ist die größte Rotze, ne? Aber ich bin ja Comedian. So, natürlich habe ich mich mit dem zum Essen getroffen und der hat mir das dann erklärt und ich habe natürlich dann Fragen gestellt und so. Alter Falter, ohne Spaß. Die hauen auf Kacke, die erzählen Sachen. Ne? Kennt ihr das, wenn so Freunde schon übertreiben, ist schon so, ja, okay, gut, hattest einen Dreier. Ja, klar. Nee, du hast, genau, als ich weg war, hast du die klar gemacht. Ja, klar. Nee, glaubwürdig. So, aber die übertreiben ja richtig. Und in diesem David Jones Video erzählt er halt so natürlich zu 100% ausgedachte Stories. Also der erzählt halt so in so ein Video, jetzt soll der halt irgendwelchen absoluten Losern, weil nur Vollloser melden sich bei sowas an oder hören bei sowas zu, den erzählt er dann,
was, dass er früher auch keine Erfahrung hatte und nicht wusste, wie der Frauen ansprechen soll. Und jetzt ist aber, jetzt weiß er es aber und hat die und die Erfolge gefeiert. Das sind ganz absurde Stories, wie der innerhalb von, ich sag mal überspitzt, jetzt so 7,5 Minuten so eine französische Austauschstudentin irgendwie klar gemacht hat. Und also ganz, ganz schlimmes Story. Ich weiß nicht, ob ich die, ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht die ganze Runde vorweggenommen. Sorry. Aber dieses Video hat mir jemand geschickt, das habe ich gesehen. Es gibt da so eine Homepage, Dr. Estefano, von so einem Scheinspezialist, der jedem Heilung verspricht, der verzweifelt genug ist, dreistellige Summen zu zahlen für seinen Heilunterricht. Pass auf der Seite gibt's halt auch weit über 2 Dutzend Clips. Scheiß. Okay, guck mal bitte in Davies Gesicht. Ist so, okay, gut. Okay. Er muss einfach schmunzeln, Digga. Der weiß ganz genau, scheiße, Mann, der hat dieses Video gefunden. Das ist auch krass, weil David Jones hat mit die meisten Battles, die es gibt, so, ich schätze, 20 Battles hat der bestimmt. Und es hat noch nie jemand angesprochen. Es hat noch keiner gefunden. Krass, und jetzt kommt das raus, Alter. Blitz? Ja. Für seinen Heilunterricht. Pass auf. Auf der Seite gibt es halt auch weit über 2 Dutzend Clips. Auf der Seite gibt es halt auch weit über 2 Dutzend Clips, in denen einige leicht unterfickte dreistumme Sims, wie unser Ray Bahan hier, von Dr. Estefanos Heilkunst berichten. Wie gesagt, weiß ich jetzt nicht. Man hat mir Davies Clip geschickt, mit den Worten, dieses Video wäre tiefstes Level. Und ich muss sagen, ich fand den Titel schon sehr vielversprechend. Sex mit finnischer Austauschstudentin. Hä? Okay, wenn du willst, schick dir das Video. Ich hab das auf dem Handy. Ja, ja. Sex mit finnischer Austauschstudentin. 10 Minuten nach dem ersten Hallo. Du kannst es dir nicht aufdenken, dass es... Ne? Sex mit finnischer Austauschstudentin. Also ich kann das nur bestätigen. Natürlich habe ich es eben wieder vollkommen durcheinander gewirbelt, aber... Ich kann das nur bestätigen. Also dieses Video gibt's und ich werde den Link jetzt nirgendwo posten. Vielleicht gibt es die Leute, die das Battle jetzt sehen und so irgendwo Kommentare reinschreiben, wo man das finden kann. Aber ja, ungünstig auf jeden Fall. 10 Minuten nach dem ersten Hallo. Also egal wie teuer, wenn das wahr ist, Euda, dann ist das echt ein faires Abo. Denn dank Estefano ist Davy jetzt Profi im Flirten. Wenn er nur schon früher von seinen Methoden gehört hätte. So viele Körbe. So oft hat unser Ganglord geweint. Denn das für Davy allerschlimmste N-Wort ist Nein. Ich meine, du bist immer noch ein Incel. Doch manipulieren kannst du jetzt super. Aber Digi, kurzer Reality-Check. Menschen sind keine programmierbaren Computer. Was geht denn ab, Mois? Was bist du für ein ekelhafter Pro-Life-Fuckboy? Du gehörst safe zu den Typen, die beim Thema Abtreibung auf schlau machen und dann meinen, Vergewaltigung sei Frauensache. Ja, und dieses Deutschrap mit du ist auch kacke. Das ist doch der Tod der Kunst. Die wurde nicht vergewaltigt. Nee, die hat sich hochgebumst. Die Alte kann doch Nein sagen. Und wie kann man so ein Kleid tragen? Das ist doch eine Einladung. Dazu will ich eins sagen. Wenn einer den Wahrheitsgehalt einer Anzeige wegen Freizügigkeit anzweifelt, kriege ich so einen Hals dicker. Und außerdem, ne, im Zweifelsfall verteidige ich lieber einen Lügner als einen Vergewaltiger. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Und wenn Nidal jetzt fragt, ist Rap jetzt Schutzgeld zahlen, da krieg ich Pustelblasen. Nee, Rap ist immer noch Frauen hassen und Schwuchtel sagen. Wo wir schon bei dummen Bars sind. Da. Wo wir schon bei dummen Bars sind. Ja, ich hab mal auf Nichtma und Dickarsch das N-Wort gereimt. Jetzt denkst du wahrscheinlich, ich finde das nicht schlimm, aber Dicker, ich cringe noch immer. Krass, wie das alles passt, Alter. Also, ist wirklich eine absolute taktische Meisterleistung von Kakobi. Muss ich an der Stelle mal sagen. Erste Runde war, ging so. Zweite Runde, also Davy ist ja, also der hat Davy zu 100% gelesen. Ja. Also dafür, dass sie vorher keinen Kontakt hatten und dass der Gegner normalerweise nicht weiß, was der andere macht, ist das crazy, wie viel hier in diesem Battle passt. Und ja, der Großteil davon ist auf jeden Fall Kakobi zuzuschreiben, weil das ist krank. Wo wir schon bei dummen Bars sind. Ja, ich hab mal auf Nichtma und Dickarsch das N-Wort gereimt. Klar kann man jetzt sagen, okay, ist doch klar, dass Davy Jones das anspricht, deswegen nimmt er das mit rein, aber es...
kommt ja nur noch auf die anderen Sachen mit drauf. So, deswegen ist einfach ein Gefühl. Jetzt denkst du wahrscheinlich, ich finde das nicht schlimm, aber Dicker, ich cringe noch immer. Ist so, es tut mir leid, zu Recht, denn ich weiß, dass ich nur ein blinder Rassist war, ein kindischer Cis-Mann, mein schlechtester Teil. Aber, als ich mich entschied, das falsche Spiel mit meiner... Aber war der wirklich ein Rassist oder was? Oder sagt er das einfach nur, weil... Ich meine, die Äußerung ist rassistisch, aber man muss ja nicht Rassist sein, um rassistische Äußerungen zu tätigen. Psyche einfach zu verlieren, als ich mein Gewinnerlachen wiederfand, als ich fiel in meinem Geist, fast wie im freien Fall, als ich tief in meine kleine Trickkiste gegriffen hab, saßt du auf deinem Pickelarsch, die Wichsgriffel im Schritt und dachtest, fick das Feministenpack, ein Sigma-Mann kriegt immer alles. Ja, sicher dat. Der nimmersatte Trickser macht Chicks klar. Dank der Hilfe seines Mentors, Mr. Rapista. Wenn du mich also noch immer als Rassisten bezeichnest, vergisst du dabei eines. Ich bin mittlerweile einfach nicht mehr so eine Pfeife. Und du? Du bist immer noch der Gleiche und benimmst dich wie ein Vinci mit 13. Weißt du, mir ist scheißegal, ob du Tyrone oder Rudy heißt. Doch dir ist nicht egal, dass ich im Kleid komme, ohne schwul zu sein. Hast du doch... Ja, hast du gesagt. Gerade gesagt, Alter. Ja. Ich hab gesagt, jeder darf sein Mann sein. Nee, du hast das gesagt. Kommst hier im Kleid, aber bist nicht mal... kommst hier im Kleid als Hetero, hat er leider gesagt. Dir ist nicht egal, dass ich im Kleid komme, ohne schwul zu sein. Ich meine, du siehst mich an und denkst dir, was ist mit dir, Kevin? Ich sehe mich an und denk, schöner als ich ist nur Ferry. Kuss hier raus. Ich meine, sieh mich an, wessen Eier sind in dem Kleid so dick? Ich lache über euch Sigma-Mails, denn nicht mal Craze ist so im Reinen mit sich. Ich verneine meine weibliche Seite nicht. Doch zeige ich dir meine eisenharte Fleischwucht, dann bist du dreisprachig beeindruckt. Hui, der Kurat ist aber dick. Und du? Leute haben auch schon gelacht, obwohl die Line noch gar keinen Sinn ergeben hat, ne? Die macht doch erst nach der letzten Line Sinn. Zeige ich dir dann meine, weiß nicht, was hat er gesagt? Fleischwucht, bist du dreisprachig beeindruckt. Und das ist keine Punchline. Aber es hat sich so angehört von der Betonung, als wäre es eine. Deswegen haben Leute schon gelacht, aber die Punchline kommt ja erst danach. Ich verneine meine weibliche Seite nicht. Doch zeige ich dir meine eisenharte Fleischwucht, dann bist du dreisprachig beeindruckt. Das ist doch keine, keine Floskel, kein gar nichts. Das ist keine Punchline. Aber es hört sich so an. Die Punchline kommt aber jetzt. Der Grund, warum der dreisprachig beeindruckt ist. Also... Da bist du. Es gibt ja nicht mal das, da bist du zweisprachig beeindruckt, oder drei, also das gibt's ja einfach nicht. Hui, der Kurat ist aber dick. Brody, der Kurat ist dick. Okay, drei Sprachen. Aber darüber lacht kein Mensch mehr. Und du? Du hast starke Arme, wie soziale Staaten. Doch deine harte Schale, die ist nur Maskerade. Denn vor lauter Angst davor, dich wieder lächerlich zu machen, verlierst du dich im Hirngespinst, dir einen Charakter zu basteln, der viel stärker ist als alle, ohne Ecken, ohne Kanten, keine Schwächen, nur das Beste eines männerhaften Mannes. Aber wenn ich dich so ansehe, muss ich lächeln und denke, von uns beiden bist und bleibst du halt das schwächere Männchen. Like, do you even lift, bro? Cause I lift people, like, do you even lift, bro? Cause I lift people up like a heavyweight champion. 24/7, also... I lift people up like a heavyweight champion. Also ich ziehe Leute hoch, ich bringe Leute hoch, ich uplift people like a heavyweight champion. Verstehe ich nicht. Warum hat der denn, meint der jetzt sowas wie Muhammad Ali oder was, dass man Leute upliftet, der war ja auch Schwergewichtsweltmeister, oder meint der das, meint der im Gewicht heben oder was? Aber es macht irgendwie, für mich macht es keinen Sinn. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr den checkt, weil ich check den nicht. Ihr sexy ass Menschen. Like even lift, bro, cause I lift people. Like do you even lift, bro, cause I lift people up like a heavyweight champion. 24/7, also ihr sexy ass Menschen. Das war's, nur eines hab ich noch zu sagen. Wer heute Abend für mich judged, der hat Hip-Hop verraten. Fronts gehen raus an Deversberg. Time. Yes. Crazy. Das wird auch noch gejudged sogar. Guck
guckt euch auf jeden Fall das ganze Battle nochmal an, ohne mein amateurhaftes Gelaber. Das ist denn ja sogar eine... Ich glaube so, Corona, wir wissen es, ne? Und dann auch noch Family im Gepäck und dann war das halt... jetzt erklärt er wahrscheinlich gerade, warum der Text nicht so, ne? Warum der Text so holprig war, ne? Oder so gemeint, ey, würde ich jetzt vor dem Kleid vor dir stehen. Und deswegen fand ich das so... Haus in Berlin und haben ein Battle gesehen zwischen Kakobi und Davy Jones. Was für ein Match. Kakobi, du siehst heute bezaubernd aus. Wie war es für dich, so auf die Bühne zu gehen? Aufregend. Ich war, also jetzt geht's, aber ich war die ganze Zeit hart nervös. Und ja, aufregend. Es war mies aufregend, ja. Außer körperliche Erfahrung. Wie war es für dich, ihn so zu sehen? Was hast du dir als erstes gedacht? Dass mich das gar nicht so überrascht. Tatsächlich. Ich habe mir sogar sowas schon mal überlegt. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, in was für einem Battle das war, was ich gesehen habe. Da hat er schon mal sowas in der Richtung angeteasert oder so gemeint, ey, würde ich jetzt vor dem Kleid vor dir stehen. Und deswegen fand ich das auch tatsächlich gar nicht so überraschend. Ne? Also es war jetzt nicht, dass mich das rausgebracht hat oder irritiert hat. Ich habe es dir jetzt vor dem Interview schon gesagt, du hattest dich irgendwie komplett unter Kontrolle heute, also deine Energie auch unter Kontrolle. Du warst teilweise extrem ruhig und dann aber auch wirklich ruhig gefühlt und hast dann wieder bewusst aufgedreht. Hast du da dran gearbeitet? Auf jeden Fall. Was mir wirklich auch geholfen hat, ist so halt einfach auch die Vorbereitung. Die war sehr intensiv. Ich habe zurzeit einen scheiß Vollzeitjob, so Corona, wir wissen es, ne? Und dann auch noch Family im Gepäck und dann war das halt krasser Zeitdruck so, ne? Und okay, ich dachte schon. Es war halt... Als der gerade, habt ihr in meinem Gesicht gesehen wahrscheinlich, ne? Als er gerade meinte, die Vorbereitung war sehr intensiv, dachte ich mir, hä? Genau das Gegenteil. Aber er meinte es so, dass die Zeit intensiv war und dass der deswegen wahrscheinlich weniger üben konnte. Einfach in der Vorbereitung halt wirklich so, dass ich mir halt so Stichpunkte gemacht habe. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, wann ich trinke und wann nicht, so, weißt du, an welcher Bar. Und ich glaube, das hat sich halt ein bisschen ausgezahlt dann auf jeden. Jetzt will ich... Hat er sich jetzt super darauf vorbereitet oder nicht? Der ist gesprungen, ne? Ey, einfach, dass die Jungs auch noch ein paar Views mehr bekommen. Zieht euch auf jeden Fall nochmal das Interview bei Diltili selber rein. Wir sind jetzt auch schon über eine Stunde drin. Dank euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich glaube, ich habe wieder so oft aufgestoßen, wie in den Battle Flaschen umgefallen sind. Habe ich überhaupt schon gesagt, dass ich auf Comedy-Tour gehe? Wahrscheinlich nicht. Ne? Samuel Sibilski, übertreibt nicht. Ich bin solo in diversen Städten unterwegs. Flyer wird jetzt eingeblendet. Informationen findet ihr auf Eventim. Tickets könnt ihr euch da besorgen. Ich freue mich auf jeden, der kommt. Und auf jeden, der dabei ist. Also, haut rein, mein Lieben.